Ich habe es endlich geschafft, alles zu schneiden. Es ist so viel Arbeit. Es ist so viel zu tun. Aber gut. Also wir sind jetzt bei... Ich bin jetzt seit 4 Wochen schon hier. Ja, seit 4 Wochen. Und sehr viel ist passiert. Aber besonders viel in der ersten Woche. Weil wir so viele Sachen einfach in Seoul gemacht haben. Und einfach so viel zu tun war. Und alles hier zu tun war. Also habe ich jetzt die erste Woche im Grunde zusammengeschnitten. Und dann so ein bisschen was, so ein paar Videos, die wir so die letzten paar Wochen noch, oder so Fotos, so von den letzten 2 Wochen. Und diese Woche filme ich dann relativ viel und dann wird es wieder ein Video von dieser Woche geben, also von Woche 4. Genau. Aber gut, fangen wir erstmal an, ja, mit dem Flug.새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 깊어져 망가네 내 바람은 그리 크지 않아 단지 조용히 하루를 정리하고 싶을 뿐 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 있는 내일을 기다려야겠지 이 순간이 짧아도 또 다른 내일을 위해 날 달래줄 너가 고마울 뿐 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야
vielleicht ist die Toilette für interessant für dich. Die hat nämlich ihr eigenes Menü. Mit sehr vielen Knöpfen, die ich nicht ausprobiert habe. Die spült auch selbst, also ich muss gar nichts drücken. Spült einfach von alleine. Das ist vielleicht eine sehr interessante Toilette. Ja, sonst ist das mein Hotelzimmer für die erste Woche. Und ja, am Samstag geht's dann nach Busan zu unserem Airbnb. Yes. Ja, dann in Seoul gelandet. Habe ich nicht mehr viel gemacht an dem Abend. Erstmal ins Hotel und alle, es war einfach sehr viel. Und am nächsten Tag habe ich mich dann schon mit Joyce getroffen. Wir hatten uns ausgemacht und wir hatten uns auch schon an dem Tag in den Tanzkurs eingeschrieben. Also haben wir uns mittags getroffen und sind einfach durch die Stadt ein bisschen gelaufen und sind wir dann nachmittags, abends zu dem Tanzkurs gegangen. Ja, also wird es jetzt hauptsächlich einfach ein bisschen Repräsentation von der Stadt, von einfach Bilder und alles sein und dann auch die Videos von dem 1 Million, von dem 1 Million-Kurs. Und die Videos sollten mittlerweile auch auf YouTube sein. Und ich werde die verlinken in der Videobeschreibung. Und ich schicke dir nochmal einen Link. Ja. Also als nächstes kommt das dann Shuryu und nur um das so ein bisschen zu erklären. Also im Grunde man kauft sich einfach ein Ticket und dann sagt man einfach, man guckt sich so die Choreografen an, die finde ich cool, zu dem Kurs will ich. Und dann schreibt man sich einfach online in den Kurs ein und dann taucht man da auf und dann macht man den Tanzkurs mit. Ja, ich meine, ist alles auf Koreanisch, aber gut, es ging auch. An dem Abend ich weiß nicht, ob das hier drin ist. Ja. Auf jeden Fall haben wir an dem Tag auch unser erstes, es heißt Four-Cut, also 4 Bilder. Das sind einfach diese kleinen. Habe ich hier auch eins rumliegen bestimmt. Ja, also es sind diese Bilder. Da haben wir 4 Stück. Und die kann man halt, also die geht einfach in so einen kleinen Laden rein. Und dann muss ich auch mal aufnehmen. Ich nehme es dir noch auf. Nächstes Video kriegst du, wie man das aufnimmt. Aber dann, bekommt man das direkt ausgedruckt und hat dann so ein kleines Bild von sich. Und da gibt es halt verschiedene Designs und Hintergründe und man kann sich so Ohren aufziehen und alles Mögliche. Aber es macht sehr viel Spaß und wir haben viel zu viele Bilder schon gemacht, aber es ist ganz cool. Und da sieht man auch jetzt in dem Video, haben wir eins gemacht, wo mit einem von meinen Lieblingssängern. Und man bekommt, hier ist dann so ein kleiner Code drauf, den man scannen kann. Und dann bekommt man das Video, wie man das Foto aufgenommen hat. Also habe ich das auch noch reingemacht. Genau.
Gut. Also alles in Seoul, Innenstadt und sowieso alles hier, alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus und U-Bahn. Und du siehst mich hauptsächlich in Seoul, hauptsächlich U-Bahn nutzen. Und ich habe einmal aufgenommen, wie man das mit der U-Bahn macht. Also am ersten Tag, schon am Flughafen, habe ich mir hier diese Karte kaufen müssen. Die habe ich jetzt einfach in meinem Handy hier drin. Also es ist diese Karte. Und die lade, kann ich einfach an jeder U-Bahn-Station und überall einfach aufladen. Mit Bargeld geht's nur. Und dann jede U-Bahn, die ich reingehe, lege ich die Karte einfach auf, gehe rein, dann ist das automatisch bezahlt und beim Rausgehen lege ich das wieder hin. Und das Busfahren funktioniert genauso. Busfahren zeige ich dann im nächsten Video. Weil hier in Busan fahre ich hauptsächlich Bus. Ja. Aber es ist sehr praktisch und es geht sehr schnell und man hat immer dabei. Und man muss nicht immer gucken, wie man ein Ticket bekommt und alles. Und das ist relativ billig. Also eine Busfahrt kostet 1500 Won. Das ist 1 Euro oder so. Also geht voll. Ja. Thank you.
So, und dann sind wir auch schon am zweiten Tag in Seoul. Und am zweiten Tag haben wir uns vorgenommen, in den Freizeitpark zu gehen. Und dieser Freizeitpark ist bekannt, ist sehr bekannt. Und er heißt Lotte World. Und in Lotte World, also Lotte ist so, weiß ich nicht, halt so eine, dem gehört alles. Also die haben Apartmentkomplexe, die haben Freizeitparks, die haben Geschäfte, die haben alles. Das ist so ein, alles heißt Lotte. Innen und außen ist, sieht man dann auch gleich in dem Video. Und wir konnten nicht so viel machen, leider, weil es hat an dem Tag geregnet, deswegen war es draußen kein, deswegen ist draußen nichts gefahren. Und drinnen war es dann dadurch relativ voll, dadurch, dass es draußen geregnet hat. Und ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwann nochmal zurück. Aber an dem Tag hat Joyce relativ viel gefilmt und miterklärt und alles. Also werde ich einfach Joyce-Videos nehmen und Untertitel drunter packen. Ich hoffe, das ist okay. Wird vielleicht noch öfter passieren, weil wir oft zusammen filmen und ja. Aber gut. Joyce wird von hier an alles erklären.